Seit 2013 ist Clankriminalität in Niedersachsens Strafverfolgungsbehörden schon ein Schwerpunkt. Warum, erklärt Innenminister Boris Pistorius. Das Auftreten von kriminellen Clans ist durch besondere Merkmale gekennzeichnet. Also besondere Aggressivität, besonderes, Bekunden einer Ablehnung unserer Gesetze, ein Protzen mit Eigentum und großen hochwertigen Fahrzeugen, übertreten jedweder Regeln und das Provozieren dann bei jeder Gelegenheit, auch bei nichtigen Anlässen. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Zahl der Straftaten, die der Clankriminalität zugeordnet werden muss, nicht einmal ein 0,5% ausmacht, aber die Wirkung ist eben eine andere. Und deswegen widmen wir dieser Form von Kriminalität eine besondere Aufmerksamkeit. Unter Clankriminalität versteht man Strukturen, in denen Straftaten oder das Verursachen von Gefahren für die öffentliche Sicherheit in der Familie geduldet, gefördert oder geprägt werden. Doch bedeutet ein Schwerpunkt in den Sicherheitsbehörden auch, dass es lokale Schwerpunkte von Clankriminalität in Niedersachsen gibt? Nein, die gibt es in der Form nicht. Die Clankriminalität gibt es im ganzen Land verteilt mit unterschiedlichen Höhen und Tiefen. Aber es gibt keine Hotspots in dem Sinne. In Niedersachsen ist Clankriminalität im ganzen Land verteilt. Es gibt sie sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum. 2020 gab es 1.951 Fälle. Das sind gerade mal 0,39% der Fälle in der polizeilichen Kriminalstatistik. Trotzdem ist der Aufwand der Verfolgung sehr hoch. Das liegt zum einen daran, dass da, wo Clans, Großfamilien kriminelle Strukturen haben, kriminelle Mitglieder haben, man muss auch sehr deutlich sagen, längst nicht alle Großfamilien, egal woher sie kommen, sind kriminell oder sind teilweise kriminell. Aber da, wo das der Fall ist, sind die abgeschotteten Familienstrukturen ein Hindernis für die Polizei, erstens dort reinzukommen, zweitens nutzen sie die Familienstrukturen jedenfalls teilweise und mit denjenigen, die daran beteiligt sind, um die Straftaten zu begehen. Und dann gibt es eben dieses ihnen gemeine Auftreten gegenüber der Polizei, gegenüber der Staats- und Ordnungsmacht, gegenüber anderen Menschen. Und das verunsichert, weil das Straßenbild dort, wo das dann in Erscheinung tritt, entsprechend geprägt wird. Menschen, die deutsche Gesetze und den Staat nicht respektieren, Sicherheitsbehörden provozieren und angreifen, müssen mit einer entsprechenden Reaktion rechnen, so Pistorius. Um Clankriminalität konsequent zu verfolgen, ist eine enge Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden notwendig. Ziel ist, die Clanstrukturen zu identifizieren und TäterInnen zu verfolgen. Dafür gibt es auch bestimmte Maßnahmen. Wie die Clan-Mitglieder, diese kriminellen Clan-Mitglieder auftreten, sind es vor allen Dingen die hochwertigen Fahrzeuge, von denen wir einige eingezogen haben im vergangenen Jahr. Das trifft sie bis ins Mark, genauso wie das Einziehen von anderen Wert- und Vermögensgegenständen. Auch das Entziehen der Fahrerlaubnis hat eine empfindliche Wirkung. Den kriminellen Clan-Mitgliedern auf die Pelle rücken und deutlich machen, dass Gesetze einzuhalten sind. Laut Pistorius wirken die Maßnahmen von Justiz und Polizei. Das Gefühl, keiner tut etwas, dürfe sich im Rechtsstaat nicht verbreiten.